Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider, wo wir eigentlich im Prinzip wieder genau vor derselben Aufgabe stehen, wie auch schon in der letzten Episode. Nennen wir müssen hoch zum Katapult und uns dann dort hinten irgendwo den Weg freisprengen. Und ja, eigentlich haben wir darin schon sehr gute Übung, deswegen sollte das alles gar kein Problem sein, wenn ich dann diesen Sprung hier schaffe. Ja, Gott sei Dank. So, hier hoch, da hoch. Nein, 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 nein. Oh. Jo, wie gerade gesagt, alles kein Problem. Ach toll, jetzt muss ich die Pfeile nochmal platzieren. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, leck mich doch. Voll an meinen Hodensack. So, jetzt aber. Muss doch machbar sein. Kann doch nicht so mega kompliziert sein. Für was habe ich schon meine schönen Kletterpfeile? So einfach nur da hochspringen. Ja, geht doch. Nicht wieder nach links weg. So, warten hier noch ein paar Überraschungen auf mich oder ist hier alles klar? Da hinten ist sogar noch ein Katapult. Ach, da muss ich dann auch sicherlich noch irgendwie hin. Mann, 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 Mann. Okay, ich frage mich gerade, wozu brauche ich das hier eigentlich? Hat das hier irgendwie einen Sinn? Ich weiß es nicht. Wir fangen hier einfach mal zum Drehen an. So, weiter drehen, weiter drehen, weiter drehen. So, wo ist eigentlich diese beschissene Tür? Die sollte ja hier irgendwo links sein. Da hinten ist sie. Ist das die richtige? Ich glaube schon, oder? Ach, ziehen wir einfach mal. Irgendwas klemmt. Das ist ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen. Was? Wo ist ein Hindernis? Was? Hä? Aber ich schätze mal, das Teil... Ja, genau. Okay, da muss ich irgendwie... ein Seil befestigen. Da wäre es aber echt clever, wenn ich irgendwie da hinten auf der anderen Seite stehen könnte. Nur wie komme ich da jetzt wieder rüber? Ein Sprung wird wohl, glaube ich, nicht ausreichen. Da stürze ich nur wieder in den Tod. Aber ich kann ja theoretisch... kriegen wir das hier mal einfach wieder noch ein Stückchen nach rechts. Ja, so ungefähr. Das sollte reichen. Dann gehe ich einfach hier nach vorne. Und sprung. Und wir sind schon da. Und dann kann ich ja von hier aus. So, jetzt habe ich das hier befestigt. Eigentlich wollte ich nur daran ziehen. Aber egal. Denn ich hoffe einfach mal, wenn ich jetzt hier hingehe und das Ganze wieder nach links drehe. Genau. So genau soll das funktionieren. Ein bisschen so. Aha, noch ein kleines Stückchen. Ja. Das sollte doch klappen. Oh, ich glaube, das war zu kurz. Ja, das war definitiv zu kurz. Nochmal, bitteschön. Wir haben ja einen unendlichen Munitionsvorrat. Da dürfte das alles nicht so schwierig sein. Aber der trifft jetzt. Flieg und Sieg, mein kleiner Feuerball. Dankeschön. Hm, das war aber leider nicht alles. Och nö, was macht er denn? Ihr miesen kleinen Motherfucker. Toll, jetzt muss ich also zu euch rüber, hä? Ich brauche meinen Bogen. Hört doch auf mich zu schießen. Da hinten. Glaubt ihr etwa, das kann ich nicht? Hä? Ah, shit, den hat's nicht erwischt. Ja, so ein Bullshit. Na gut. Dann mache ich dich eben im Nahkampf. Wenn's denn sein muss. Für mich auch kein Problem. Oh, nein, 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 nein. Lara, kletter wieder nach oben. Hier will ich eigentlich besser mal nicht runterfallen. So, wir holen uns das hier mal rüber. Da oben steht der Penner noch immer.
Hehehehe, jetzt steht er gar nicht mehr. Tja, du solltest dir mit mir eben kein Bogenschützenduell liefern. Das kann für dich nur nach hinten losgehen, mein Freund. So, hopp. Ich schätze erstmal grob einfach mal darüber. Dann schwingen wir uns, weiß Gott, wohin. Wohin nun? Komm ich da nach oben? Ja, okay, komm ich. Gut. Und darüber. Ach, jetzt komm da. Ja, leck mich am Arsch. Ja, du kannst mich auch mal. So, ein paar gezielte Schrotkugeln in die Fresse helfen doch immer. Das kann ich alles nicht mehr mitnehmen. Jetzt muss ich nur noch irgendwie einen Weg da nach oben finden, wobei theoretisch... Ja, gut, ich kann hier einfach auch nach oben klettern. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch mit dem Teil hier richtig zielen. War ja so klar. Alles eingefroren ist, kann ich nicht zielen. Das war ja so klar, dass uns wieder irgendwas behindern wird. Die Mongolen-Armeen müssen vom Eis begraben worden sein, bevor sie die Hauptstadt angreifen konnten. Ja, das war doch aber auch immerhin der Sinn und Zweck dahinter, warum sie das hier überhaupt unter dem Eis begraben haben. So ist aber natürlich doof, denn ich muss das Eis, das die Mongolen damals getötet hat, das muss ich jetzt wieder wegschaufeln. Weil sich niemand die Mühe gemacht hat, sich mal eine bescheuerte Schneeschaufel zu schnappen und den Kack wieder sauber zu machen. Nee, das muss natürlich wieder mal Lara übernehmen. Das sind alles faule Säcke. Okay, wie machen das jetzt eigentlich am besten? Ich ziehe einfach mal hier an. Gucken wir mal, was passiert. Dann sollte er eigentlich... das müsste noch ein bisschen höher sein, oder? Denn von hin. Hier aus schwingen wird mir ja nichts bringen. Nee. Bisschen höher. Jupp, das dachte ich mir schon. Womit ich den Kranarm ausbalancieren kann. Jo, Frage ist nur was. Die Frage ist und bleibt. Was? Wobei ich die starke Vermutung habe, dass das irgendwie irgendwas mit diesem Turm zu tun hat. Nur ich momentan nicht so wirklich weiß, wie zur Hölle komme ich darüber. Wie komme ich denn darüber, hä? Wenn ich das hier noch ein bisschen weiter drehe, bringt mir das irgendwas? Nee, es läuft direkt vorbei. Ach, ich hätte eventuell gedacht, dass der eine Arm des Krams dann das Eis weghaut. Aber nö, das war wohl nicht drin. Wobei, kann ich mit der unteren Kugel das eventuell machen? Dass die jetzt da unten irgendwie dagegen geschleudert wird? Nicht so wirklich, oder? Ich kann von der Seite jetzt nicht mal daran ranspringen, um das noch irgendwie zu beschleunigen. Das bringt mir alles überhaupt nichts. Also drehen wir das Ganze nochmal. Wobei, oh, jetzt kommt mir eine Idee. Jetzt kommt mir eine Idee. So, wir drehen dich noch einmal weiter. Um genau 90 Grad. So, und dann wieder zurück. So, dann hier. Und jetzt sollte ich ja theoretisch einfach hier nach oben laufen können. Ja, natürlich geht das. Mann, 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 dass ich da auch nicht schon früher drauf gekommen bin. So, und ich schätze jetzt mal einfach grob das hier damit verbinden. Das sollte den Arm ausbalancieren. Ja, das muss jetzt nur noch irgendwie nach unten. Kann ich das hier irgendwie anschieben?
Ja, das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber egal. Ich schätze mal einfach grob, wenn ich hier jetzt das wieder in diese Richtung ziehe, dann sollte ja der Korb eigentlich nach unten kommen. Ja, genau. Irgendwas stimmt hier noch immer nicht. Der ist viel zu leicht, oder? Oder soll ich den wieder zurückziehen und dass er dann eventuell mit dem Wasser gefüllt wird, was hier runterläuft? Funktioniert das? Nee. Und wieso habe ich eigentlich hier auch noch etwas, wo ich das befestigen kann? Oh Mann, das wird ja echt komplizierter, als ich erwartet hatte. Mann, 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 ey. So, es ist jetzt zwar mal schön durchs Wasser gelaufen. Ist nicht wasserdicht. Ist nicht wasserdicht. Ja, was denn sonst? Du willst mich verarschen, oder? Oh nein, nicht festgehalten. Scheiße. So, nur wie mache ich dich dann wasserdicht, hä? Dreh dich nochmal ein bisschen für mich, bitteschön. Kann ich mir das hier jetzt vielleicht von hier aus mal ein bisschen genauer angucken? Was ist eigentlich hier mit... Ich ballere einfach mal dagegen. Mal gucken, was passiert. Okay, jetzt ist zu, oder? Sollte theoretisch. Okay, das hätte ich aber von der anderen Seite eigentlich auch erledigen können, aber egal. So, jetzt muss ich den nur wieder in die richtige Position bringen. So. Jetzt muss ich noch einmal... Er nimmt sich ein bisschen Wasser mit, geht nach unten. Dann ziehe ich ihn bitte mal wieder zurück. Und in der Zwischenzeit kann ich mich schon mal hier rüber bewegen. Bei was? Da komme ich doch jetzt nie im Leben ran, oder? Zu hoch. Ja, leck mich doch am Sack. Na dann nach unten. Au, Knöchel gebrochen. Die Reise ist zu Ende. Game over. Okay, das heißt jetzt also, ich muss den wieder aufmachen und dann so schnell wie möglich rüberlaufen. Ich schätze mal, so ist der Plan, oder? Ui, 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 ui. Ja, Gott sei Dank. Nee, Quatsch, Lara, passt schon. Nicht noch höher. Was laberst du denn? So, und ich muss echt sagen, das Rätsel war jetzt komplizierter, als ich erwartet hatte. Aber naja. Auch mal ganz schön. Ach Leute, was ist denn los mit euch? Okay, aber wenn ich hier stehen bleibe... Okay, zieh mir mal hier. Die treffen mich ja sowieso nicht. Da habe ich doch... Ich habe doch gar nicht gesagt, du sollst schießen. Was machst du denn? Da darfst du hinschießen. Dankeschön. So, alle tot. Sieht gut aus. So, dann holen wir uns noch die anderen. Mann, aber wenn das ein bisschen schneller gehen würde, das wäre schon echt mega praktisch. So, hier stehen noch ein paar. Aber die hauen wir auch weg. Oh, ich hoffe nur, die beiden da vorne treffe ich. Ach ja, locker. Zum Glück kommt ja noch der Brandschaden dazu, dann ist das alles kein Problem. Da muss man auch nicht wirklich so genau zielen.
So, aber die habe ich genau ins Visier genommen. Das wird ein Headshot. 360 motherfucking no scope, ey. Mit einem Katapult. Tja, das hat auch noch niemand gemacht. So. Ja, das sollte hinkommen. Nee, vielleicht doch noch ein bisschen weiter rechts. Oh Mann, treffe ich so weit? Ja, könnte sich ausgehen. Und es geht sich aus. Dankeschön. So. Jetzt nur wieder irgendwie zurück. Und ich schätze mal grob, das hier ist der richtige Weg. Übersehen habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr, oder? Nee. Ansonsten, tja, jetzt ist es zu spät. Jetzt mal ein bisschen Stuff. So, komm her. Und festhalten. Wo muss ich hin? Muss ich nach unten? Nee, nach unten ist eigentlich nie eine gute Idee. Hier komme ich doch hoch, oder? Ja, gut. Hopp, mein Stuff. Mein Stuff. Alles gehört mir. Ach nee, was macht denn ihr schon wieder? Au! Ballert ihr mir echt voll in die Fresse, hä? Ja, scheiße. Komm, bleib mal ruhig stehen. Dankeschön. Sehe ich hier sonst noch irgendwo ein paar von den Spackomaten? Wer schießt denn hier eigentlich schon wieder mit dem Katapult? Wird ja keiner da hinten stehen jetzt, oder? Nee. Keine Ahnung. So, ich werde hier doch sicherlich nicht lange alleine bleiben. Natürlich nicht. Boah. Ich treffe aber auch gar nichts. Ey. Das sollte ich echt nicht mal so sehr auf Headshots gehen. Mann, ey, wo? Irgendwo da hinten? Ja, toll. Gut, die kann ich eigentlich gleich mal so wegmachen. Dann nerven die mich zumindest mal nicht mehr. So, und ja, geht doch, dass ich den auch treffe. Ist doch alles gar nicht so schwer. So, gib mir hier mal den Stuff. So, dein Zeug nehme ich auch noch mit. Nein, geht leider nicht mehr. Wieso hat Lara jetzt eigentlich schon wieder ihren Bogen gezogen? Ich sehe kein Schwein. Muss ich darüber? Ich glaube irgendwie schon. Ey, und nun? Nach unten springen. Überlebe ich das? Na gut, dann könnte ich eigentlich theoretisch da mitten durchlaufen. Das wäre, glaube ich, auch eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Sache hier. Ich gucke mich trotzdem noch hier ein bisschen schnell auf dem Dach um. Oh shit. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier gibt es aber nichts mehr. Zumindest nichts mehr Relevantes. Wo soll ich dann echt hier einfach nach unten springen? Hör, wer schießt denn hier auf mich? Du kleiner Penner da unten. Ey, den habe ich voll erwischt. Der war voll im Fadenkreuz. Sag ich doch. Sag ich doch. Die ganze Zeit. Mann, ich glaube aber echt hier runterspringen ist nicht die cleverste Idee, oder? Kann ich ja nicht mal. Nee, irgendwas mache ich gerade falsch. What? What? Jetzt schießt da noch jemand. Da steht echt noch einer. Boah, dass die aber nie mal für eine Sekunde ruhig stehen bleiben können. So. Und jetzt weiß ich trotzdem noch immer nicht, wie zur Hölle kam ich hier runter wieder.
Wie zur Hölle komme ich von dem Dach? Ich kapiere es momentan mal überhaupt nicht. Kann ich mich von hier aus vielleicht wieder irgendwie rüberschwingen? Ne, ich wollte mich eigentlich schwingen, hier so cool in einem Bogen darüber. Aber das will Lara wohl auch nicht. Ach, meine Güte, bin ich blind. Ja. Toll gemacht. Ganz, ganz toll gemacht. Okay, das war wieder ein bisschen dämlich von meiner Seite. Aber gut, es ist geschafft. Dann kann ich aber eigentlich, wenn ich schon mal hier bin, theoretisch ja wieder mal schnell zurück zum Lagerfeuer gehen. Und natürlich auch noch den Stuff von diesen beiden Typen hier einpacken. Dann kann ich mir zumindest noch ein bisschen Munition basteln. So, wo ist das Lagerfeuer? Das war doch hier irgendwo. Da ist es. Und wir können sogar eine Waffe upgraden. Danke. Wir können den Bogen upgraden. Echt jetzt? Nee, stimmt doch gar nicht. Wieso wird mir dann das gerade angezeigt? Ach, wurde mir gar nicht angezeigt. Ich war nur wieder mal total verwirrt. Das war das Problem. Hey, scheiße. Aber immerhin ein Fähigkeitenpunkt. Schon wieder mal. Was machen wir? Was machen wir? Ich glaube, Tiere jagen muss ich jetzt sowieso nicht mehr wirklich. Gewehrexperte oder Pistolenexperte? Nee. Hutspitzgeschosse brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Naja. Nee, nee. Ach komm, gib mir das hier. Passt schon. So, schnell wieder Munition gucken. Voll, voll, voll. Alles voll. Alles ist voll. Ausrüstung kann ich auch nichts mehr machen. Was hätte ich denn dafür eigentlich noch gebraucht? Ah, noch sehr viele Fälle. Die habe ich aber nicht. Ja, kacke. Gut, aber wir können endlich weitergehen. Endlich, meine Gotte. War das mal ein mega Umweg über diese Katapulte. Aber gut. Es kann weitergehen. Aber auch erst in der nächsten Episode von Rise of the Tomb Raider. Und bis dahin sage ich tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.